Ja, Leute, ich habe euch schon ein paar Mal von dem neuen Pokémon Adventskalender berichtet. Wann er rauskommt, das ist der 2. September. Er wird relativ teuer sein, kommt in United Kingdom raus, etwas unter 50 Pfund mit Versand und Zoll und drumherum zahlt ihr sehr, sehr, sehr viel Geld. Ungefähr 30% könnt ihr nochmal drauf rechnen. Und jetzt haben wir alle Karten, die in diesem Kalender vorkommen. Spoilerwarnung, wenn ihr euch den Kalender holen wollt, weil der sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus, dann klickt jetzt weg oder ihr werdet jetzt gleich die Promokarten sehen, weil ich finde es nicht verkehrt, wenn man sich den Kalender holt und sich einfach überraschen lässt, wenn man das Geld über hat. Ich habe es nicht über, deswegen schaue ich mir das an. Okay, 3, 2, 1, ich habe euch gewarnt. Ja, wir fangen einmal an mit der ersten Karte, mit der Pikachu-Karte. Der Kalender hat 8 Promokarten. TCG Holiday Kalender und die wurden von GrolandKitty951 auf pokewiki.de, finde ich sehr, sehr cool, eine deutsche Seite, geleakt, bekannt gegeben. This confirms that the So-So Illustrated Pikachu Promo, which originally was featured in the Japanese Pika Pika Pikachu Promo Card Campaign, is coming as a promo in the Holiday Kalender. Es gibt einige Pikachu-Karten zu der Vivid Voltage-Zeit. Die waren in den astonishing Volt Tackle Booster drin gewesen, die wir, glaube ich, noch nicht haben. Zum Beispiel das Pikachu aus Celebrations, das VMAX, was so dasteht, war auch in den Packs, war die Chase-Karte mit ein paar hundert Euro. Das finde ich ein bisschen fragwürdig, weil dieses Artwork hat halt rein nichts mit Winter zu tun. Ist eher so Frühling-Sommer-Artwork, aber ey, das sieht schön aus mit dieser Schneeflocke. Ob die Schneeflocke holographisch ist, wissen wir noch nicht. Okay, wir fangen einmal an. Wir haben 2 Coins. Ihr werdet bei diesem Kalender 24 Türchen ganz viele Spielereien haben, ein paar Karten, wahrscheinlich alles, was ins TCG mit reingehört, wie diese Münzen zum Beispiel und halt 8 Karten. Und ja, ihr seht sie ja eigentlich ja schon. Wir haben einmal hier die 2 Münzen, die finde ich wirklich echt schön. Also das kann man sagen, das ist so das Schönste an der Sache. Ich schalte nochmal kurz um, wir machen den hier und so, jetzt seht ihr mich ganz. Das sind tolle Münzen und das sind die Promokarten, in welchem Feld die drin sind, also aus Türchen 1 bis 24. Welchen Türchen wissen wir natürlich nicht, aber ey, man soll auf alle Fälle auch da mit Spaß an die Sache rangehen. Aber ja, das sind jetzt Reprints bis jetzt. Ich glaube, ein Artwork ist dabei, was mir auf alle Fälle neu ist. Reprint Artworks. Es sind passende Pokémon, aber warum nimmt man da nicht einfach ein neues Artwork oder vielleicht auch ein etwas älteres Artwork? Weil, dass man halt einfach einen Wow-Effekt hat, dass man was Neues sieht oder zumindest für den ersten Moment denkt, es ist was Neues. Das finde ich schade, weil der Kalender ist sehr, sehr, sehr teuer. Ice Rider Calyrex V ist auch eine Karte, die haben wir schon super oft gesehen als pullbare Karte oder auch als Karte in einer Kollektion oder die Theme Decks, da war es auch ein paar Mal vertreten, ist super beliebt. Ice Rider Calyrex VMAX und ja, auch leider das 1:1 gleiche Artwork, aber jetzt, wo man es so sieht, hätte man sich das denken können. Das Pferd hätten sie eigentlich auch als separate reinpacken können. Dann haben wir ein Lapras und das ist ein Artwork, was mir neu ist. Aber wenn ich jetzt hier schaue, 48 von 202, 198, das sind tatsächlich die Set-Nummerierungen von den Original-Sets. Und ich glaube, dass das ist auf alle Fälle ein etwas älteres Jahr 2020. Es könnte sogar noch das Base-Set sein, ich weiß es nicht. Ist mir auf alle Fälle neu, aber beim Base-Set Schwertenschild, beim Schwertenschild Base-Set war halt Lapras dabei. Das war halt eine große Karte mit seiner Rainbow und VMAX. Dann haben wir hier eine weitere Karte, die zu dem Thema passt. Ist mir tatsächlich auch neu. Aber Leute, man achtet ja nicht, man merkt sich ja nicht alle ja, Bulk-Karten. Ich finde es schade, dass hier Bulk-Karten drin sind. Dann haben wir Ice Q. Das ist, glaube ich, eine relativ, nee, auch von 2020. Okay. Finde ich, sieht cool aus. Also der passt da voll rein und es wäre nur halb so schlimm, wenn es Reprints wären, wenn es alles V-Karten wären, wisst ihr? Und dann hier Pikachu. Pikachu Promo finde ich gut, ist hier eine Promo-Nummerierung. Heißt, wir haben hier den Galaxy Foil-Effekt, also nicht diese Striche von oben nach unten, sondern das, was wir auch bei einer, ja, bei den ganzen anderen Blister zum Beispiel, die ganzen Eevee-Blister-Promos, den Effekt hat es, falls ihr das jetzt nicht wisst, was Galaxy Foil ist. Eine wirklich schöne Karte. Mit dem Foil-Effekt stelle ich mir die sehr, sehr, sehr schön vor. Das hätten sie eigentlich mit denen hier alle auch machen können. Einfach den Galaxy Foil-Effekt drauf klatschen. Einfach so, weil, ja, der Kalender, ich zeige ihn euch natürlich auch, der Kalender ist arschteuer. Also ihr zahlt wirklich sehr, sehr, sehr viel dafür. Er sieht echt schön aus.
Und die Pokémon sind hier drauf, also dass genau die Pokémon vorkommen, ist jetzt nicht die große Überraschung, aber halt, was für Karten da vorkommen. Das wäre halt, ich mache mal ein bisschen kleiner, was für Kartenarten, das wäre halt, oder das war halt das, was wir uns noch bis jetzt gefragt haben. Er sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus, aber keine Ahnung, vielleicht bekomme ich ja einen von der Company geschickt, dann zeige ich ihn euch auf alle Fälle. Aber ich sage euch meine ehrliche Meinung, ich finde es halt viel Geld. Ist halt eine Sache für Kinder natürlich. Aber da hätten sie ein bisschen mehr reinpacken können. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ihr könnt mich abonnieren, Glocke aktivieren und weitere Videos anschauen. Macht das auf alle Fälle, weil das sind zwei Channel und den hat noch nicht jeder abonniert. Schaut auf alle Fälle jetzt gleich auf dem Main-Channel vorbei, weil da kommt ein Glurak-Opening. Seid gespannt. Letzter Versuch, die Glurak-Karten zu ziehen. Einmal die japanischen Promos und einmal Celebrations. Tag-Team-Opening.